Verehrte Damen, meine Herren, liebe ostpreußische und ostdeutsche Schicksalsgefährten, herzlich begrüße ich Sie auch namens des Bundesvorstandes der Landwirtschaft Ostpreußen zu unserer heutigen Veranstaltung. Wir feiern heute den Geburtstag der Preußischen Allgemeinen Zeitung, früher das Ostpreußenblatt. Die Zeitung wurde Anfang April 60 Jahre. Fürwahr, ein Grund, diesen Geburtstag zu feiern. Ich möchte gerne eine Anzahl Damen und Herren begrüßen, namentlich begrüßen. Und ich beginne mit unseren Gästen aus dem befreundeten Ausland. Unter uns ist der Generalsekretär des Europäischen Vertriebenenverbandes, Dr. Lakota, mit seinem Mitarbeiter Enrico Neami. Herzlich willkommen euch beiden. Und unter uns ist auch der Pressesprecher der Botschaft der Russischen Föderation hier in Berlin, Herr Sviatoslav Kutschko. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich bitte Sie, Herr Kutschko, übermitteln Sie seiner Exzellenz, dem Herrn Botschafter, unsere herzlichen Grüße. Und wir danken Ihnen, wir danken ihm, dass er einen Vertreter zu uns geschickt hat. So, meine Damen und Herren, um den Zeitrahmen nicht zu sprengen, bitte ich Sie jetzt zum Schluss Ihr Beifall auszudrücken, wenn ich alle Gäste und Ehrengäste begrüßt habe. Sehr herzlich begrüße ich die Herren, die heute das Programm dieser Veranstaltung mitgestalten. Es ist Herr Professor Harald Seubert, der uns schon mehrmals vorgetragen hat. Er ist ein Freund der Ostpreußen geworden und er ist ein exzellenter Kant-Experte. Professor Seubert hat das schon mehrmals unter Beweis gestellt. Er hat über Heidegger und Nietzsche promoviert und über Platon seine Habilitationsschrift verfasst. Unter uns ist Herr Professor Löw, der mitwirken wird bei der Podiumsdiskussion. Herr Wolf-Dieter Karl, der Vorstandsvorsitzende der Ostpreußischen Kulturstiftung, wird im dritten Teil die Moderation der Podiumsdiskussion übernehmen. Unter uns ist auch Herr Rechtsanwalt Steiner aus Berlin, der an der Podiumsdiskussion mitwirken wird, wie auch mein langjähriger Stellvertreter, der stellvertretende Sprecher der Landwirtschaft Ostpreußen, Herr Dr. Wolfgang Thüne. Unter uns sollte sein, er ist aber noch nicht da, ich nehme aber an, er kommt noch, Professor Stribny, auch ein ausgewiesener Freund der Ostpreußen, ein exzellenter Kenner der preußischen Geschichte und über viele Jahre der Hofhistograph des Hauses Hohenzollern. Unter uns ist auch Professor Turner. Ich denke, Herr Professor Turner, Sie waren früher mal Wissenschaftssenator in Berlin, ist das richtig? Ja, herzlich willkommen auch Ihnen. Unter uns sind die Herren Dr. Mehnert und Wolfgang Freiberg. Herr Mehnert ist Leiter des Ostpreußischen Landesmuseums und Herr Freiberg ist Leiter des Ostpreußischen Kulturzentrums in Ellingen. Ich begrüße die Chefredakteure unserer PATZ natürlich, Herrn Badenheuer. Zugesagt, heute hier bei uns zu sein, wollte auch der Chefredakteur der Jungen Freiheit, Herr Stein, und der Chefredakteur der Pommerschen Zeitung, Herr Hammermeister. Ich sehe Sie zurzeit noch nicht. Möglicherweise kommen Sie noch. Ein ganz herzlicher Willkommensgruß gilt der Redaktionsmannschaft der Preußischen Allgemeinen Zeitung. Verehrte Mitglieder der Redaktion, wir freuen uns, dass Sie im Grunde fast geschlossen hier sind. Wir danken Ihnen für das Interesse auch an dieser heutigen Veranstaltung. Das heißt und das beweist, dass Sie sich ja mit Ihrer Aufgabe bei der Zeitung identifizieren. Sie alle sind bewährte Mitarbeiter der Landsmannschaft Ostpreußen. Unter uns ist Herr
West von Doll, Architekt West von Doll. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Baltischen Kulturstiftung. Meine Damen und Herren, ganz herzlich begrüße ich den Sprecherkollegen der Landwirtschaft Schlesien. Lieber Rudi, schön, dass du da bist. Wir stehen geschlossen für, im Einsatz für unsere Heimat. Und uns bringt keiner auseinander, Rudi. Was weißt du? Leider haben wir zu wenig Mitstreiter. Ich freue mich, dass ich die Landwirtschaft Schlesien an meiner Seite habe und dich an meiner Seite habe. Und ich weiß, dass du das hinsichtlich meiner Person und der LO genauso siehst. Meine Damen und Herren, herzlich möchte ich noch die Mitglieder des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen begrüßen. Es hat sich angemeldet hier Frau Sibylle Dreher und die Herren Dix und Walter. Auch Ihnen gilt, wir freuen uns über Ihre Anwesenheit. Unter uns sind auch die Landesvorsitzenden des BDV, der Landesvorsitzende von Berlin, Herr Jakisch, auch Mitglied der Ostpreußischen Landesvertretung, und der Landesvorsitzende des BDV in Brandenburg, Herr Heerwagen. Auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Schließlich eine besondere Begrüßung. Unter uns ist auch Herr Dr. Walter Rösner-Kraus. Lieber Walter, du bist über viele Jahre leitender Ministerrat im Hause, im Ministerium für Frauen und Soziales, Arbeit der Bayerischen Staatsregierung gewesen. Und in dieser Eigenschaft als leitender Ministerrat warst du auch zuständig für die Ostpreußische Kulturstiftung und insgesamt auch für die Patenschaft. Du hast über 2 Jahrzehnte treu zu den Ostpreußen gestanden, hast uns über manche Klippe im Stiftungsrat der Ostpreußischen Kulturstiftung herübergeholfen und hast erheblich dazu beigetragen, dass wir heute einen Leiter des Ostpreußischen Landesmuseums haben, der auch unsere Interessen vertritt. Das hatte die Politik zunächst anders vorgehabt. Dass das gelungen ist, verdanken wir nicht zuletzt dir. Du bist jetzt im Ruhestand, trotzdem zeigst du dein Interesse an deiner früheren Arbeit, zeigst mit deinem Hiersein deine Verbundenheit auch mit den Menschen, die mit dir zusammen ein Stück des Weges gegangen sind. Dafür danke ich dir auch im Namen des Bundesvorstandes. Herzlich willkommen, Walter. Ja, das ist wohl, soweit ich das sehe, die Begrüßung der maßgeblichen Damen und Herren, die heute auch mitgestalten und die uns so sehr verbunden sind. Sollte ich einen übersehen haben, ich begrüße ganz herzlich unseren Fotografen. Ich begrüße natürlich die Musik hier auf dem Podium. Auch Sie sind uns ja nicht unbekannt. Sie wirken wiederholt hier bei uns bei unserer Veranstaltung mit. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Mitwirken an dieser Veranstaltung. Damit will ich die Begrüßung beenden.